Ich wusste es. Wir sollten uns unterhalten. Ich weiß, was gelaufen ist. Ich weiß alles. Dieses Spiel ist vorbei. Findest du's? Es ist wundervoll. Miss Fischer? Oh, vielen Dank. So gefällt's mir gleich noch besser. Miss Williams? Vielen Dank. Ah, Mademoiselle Fischer. Ich muss mich entschuldigen, aber Lady Archdales Ballkleid hat uns noch aufgehalten. Oh, magnifique. Ich finde, das Unterkleid könnte etwas wagemutiger sitzen. Ganz und gar nicht. Es sitzt doch geradezu perfekt unter dem Stoff. Die Proportion ist superb. Dann kann ich das Kleid abholen. Ah, eine vortreffliche Wahl, mein liebes Kind. Ein Kostüm passend für eine Hochzeit oder auch eine Beerdigung. Perfekt. Entschuldigen Sie, Miss Williams, könnten Sie mir kurz helfen? Ich kriege den letzten Knopf nicht zu. Natürlich. Fertig. Danke. Toll. Fuchs, es gibt nichts Schöneres. Ein wirklich sehr geschmackvolles Kostüm dort. Es hat Pfiff. Es ist Mrs. Wilde. Rufen Sie die Polizei. Frances Wilde war eine liebe Freundin. Und zudem eine unserer treuesten Kundinnen. Und unsere Hauptinvestorin. Genevieve, würden Sie bitte ein wenig Riechsalz für Madame holen? Oh, natürlich. Sir, geht es Ihnen nicht gut? Ich bekomme keine Luft. Aubrey? Ich hätte nach ihr sehen sollen. Es waren doch nur 5 Minuten. Mr. Wilde steht unter Schock. Jetzt atme tief durch. Ich nehme an, Sie gehören zur Stammkundschaft? Würde ich anderswo hingehen, würde Madame Fleury mich umbringen. Im übertragenen Sinne, meine ich. Der junge Mann da draußen, ist das vielleicht der Sohn der Toten? Der Ehemann, Jack, hat für Aufregung gesorgt. Hm. Eine Haarnadel. Also war die Tat nicht geplant. Vielleicht auch ein günstiger Umstand. Welches Opfer trägt schon seine eigene Mordwaffe? Und eine einzelne Perle, die nur von einer Seite blutbedeckt ist. Weil sie nach dem Mord fallen gelassen wurde? Sehen Sie die Farbe? Aubergine. Vermutlich äußerst wertvoll. Die Kostbarkeit einer Auster. Er küsste vieler Doppelküsse letzter die Perle hier. Nicht mal Marc Anton würde die küssen wollen. Nein. Danke. Keine Perlen am Opfer. Oder irgendwo in der Nähe, armer Francis. War sonst noch jemand hier im Salon, als sie gefunden wurde? Ich habe die Hintertür überprüft, verschlossen. Wäre jemand hinein oder hinausgegangen, hätte man das bemerkt. Davon ausgehend, dass ihr Tod erst nach ihrer Ankunft eintrat, könnte der Mörder von Mrs. Wilde
immer noch hier sein. Ich war die ganze Zeit hier in der Halle, Constable. Ich danke Ihnen. Und ist Ihnen vielleicht hier im Gebäude jemand Verdächtiges aufgefallen? Nein, die Tasche des Opfers lag noch auf dem Sofa, Sir. Danke. Madame Fleury, wissen Sie, ob Mrs. White bei ihrer Ankunft hier Schmuck getragen hat? Nun, sie trug ein Salonkleid, als ich mit ihr den neuen Katalog zur Genehmigung durchging. Violet, schließ doch den Katalog wieder für mich weg, bitte. Ich glaube, dass Mrs. Wilde Perlen getragen hat. In welcher Farbe? Ich bin nicht sicher, aber ich weiß, sie passten zu ihrem Kleid. Ich habe es für sie gebügelt, während sie den Katalog durchgesehen hat. Ja, sie waren lilafarben. Ich fürchte, ich muss Sie leider alle bitten, im Gebäude zu bleiben, während wir die Räumlichkeiten durchsuchen. Zudem müssen wir auch alle Angestellten durchsuchen, Collins. Mr. Wilde eingeschlossen. Durchsuchen? Ja. Könnten Sie dann bitte bei Aubrey Wilde beginnen, Constable? Und vielleicht helfen uns Miss Fisher und Miss Williams bei den Damen. Sehr gerne. Und Sie zwei dürfen dann losen, wer dort und mich durchsuchen darf. Feinste Spitzen und der Wäsche, aber keine einzige Perle zu finden. Entschuldigen Sie, Constable. Elegant, aber mit Pfiff, findest du nicht? Wie war das? Nein, ja, wirklich, wirklich nett. Findest du es nicht zu langweilig? Ja, nein, ich liebe diesen Pfiff daran. Das ist wirklich ein schöner Braunton. Oh. Ich bin nicht ganz unwichtig, Collins. Verzeihen Sie bitte, Sir. Madame durfte es nicht gefallen, zur besten Geschäftszeit zu schließen. Aber möchten der Inspektor und Hugh uns nicht auf der Wache sehen? Die beiden dürften fürs Erste beschäftigt sein dort. Du musst die Handschuhe anbehalten. Eindeutig Mrs. Wildes Glas. Sieh dich nach Aubreys um. Komm kurz her, bitte. Setz dich hin. Sie wollen mich doch wohl nicht fotografieren, Miss... Nicht? War nur ein Test. Mrs. White und ihr Mann saßen auf dem Sofa in der Lounge. Das hätte ich Ihnen auch sagen können, Inspektor. Aber dann schickte ich Genevieve weg, um das Kleid zu wechseln, weil meine Kamera klemmte. Das hat mich dann wohl leider abgelenkt. Ich war diejenige, die Frances heute Morgen in den Salon einlud, damit sie den Katalog genehmigt. Ich erinnere mich, dass Aubrey sagte, einige der Entwürfe wären recht konservativ. Als würde Aubrey wissen, wovon er da redet. Frances war entzückt von dem gesamten Katalog. Madam. Doch sie war überrascht, dass deine düsteren Fotografien einige unserer prächtigen Illustrationen ersetzten. Wären Sie so nett und warten bitte draußen, Madam. Wenn Frances so entzückt war, worüber habt ihr zwei dann gestritten? Es hatte nichts mit der Kollektion zu tun. Dann vielleicht mit unserer schwindenden Kundschaft? Äußerst taktlos über Geschäftsinterner zu diskutieren inmitten dieser bedauerlichen Tragödie. Warten Sie, Madame. Dann stimmt es, dass Sie mit Frances White gestritten haben? Es war eine geschäftliche Diskussion. Weiter nichts. Kein Lippenstift. Aubreys Champagnerglas. Wundervoll. Könnten wir jetzt bitte gehen, Miss? Sei kein Spielverderber dort. Wir waren noch nicht im Nähzimmer und das ist dein Fachgebiet. Wir müssen Sess und Bert anrufen. Ich servierte den Champagner. Zuerst bei Mr. und Mrs. Wilde und dann bei Miss Fisher und Miss Williams. Was haben Sie dann getan? Danach ließ ich kurz das Bügeleisen aufheizen.
Dann ging ich zurück ins Nähzimmer, um im Anschluss das Kleid von Mrs. White zu glätten. Die Falten waren nicht akkurat genug. Ihnen zufolge hielt sich also Mr. Wilde in den 10 Minuten, nachdem Sie den Champagner serviert hatten und bis Genevieve aufschrie, weiterhin in der Lounge auf. Ja, das ist richtig. Er begleitete Mrs. White stets in den Salon. Doch ich bin mir nicht sicher, wie viel Interesse sie für seine Ansichten aufbrachte. Das muss Lady Archdales Ballkleid sein. Kein Wunder, dass dafür alles andere warten musste. Violet kam nicht sehr weit mit dem Bügeln von Mrs. Wilds Kleid. Nicht, dass das jetzt noch wichtig wäre. Die Falten waren wirklich ein Problem. Es ist eiskalt. Also ließ sie es gar nicht aufheizen. Was meinst du damit? Wissen Sie, so schnell wird so ein schweres Eisen wie das nicht kalt. Womit auch Violet Hopkins zum Zeitpunkt des Mordes beschäftigt war. Es war jedenfalls nicht Mrs. Wilds Kleid. Vielleicht sollten wir das in unseren Aussagen besser verschweigen, Dot. Miss! Auf unsere erfolgreiche Zukunft. GM. Interessantes Timing. Und wer ist GM? Vielleicht eine Kundin, die zufrieden war. Sowas schreibt man nicht seiner Schneiderin. Tag. Sie haben einen Job für uns, Miss? Jetzt sind es 2. Nimm das kurz. Das ist doch vertraulich. Ich möchte, dass du beim Floristen erfragst, wer diese Blumen bestellt hat. Fragt man dich warum, sagst du, Madame Fleury möchte dem Absender danken. Und diese Platten müssen entwickelt werden. Gut. Wird erledigt. Sieht gar nicht übel aus. Das ist ja Unterwäsche. Man bezeichnet sie als Lingerie und sie sind der Weg zum Herzen einer Frau. Das heißt, wenn man den anderen Weg zu ihr schon gefunden hat, natürlich. Habt ihr 2 nicht etwas zu erledigen? Miss Fisher hat recht. Ein einziger von denen ist 1000 Pfund wert. Mrs. Wilde war sehr wohlhabend. Wer sie gestohlen hat, kannte sicher ihren Wert. Das war bestimmt das Mordmotiv. Sicher müsste wohl keiner, der eine Perlenkette stehlen will, dafür jemanden mit einer Haarnadel ermorden. Es war kein vorsätzlicher Mord, es war eher eine spontane Tat. Wieso bist du denn nicht Detektivin? Sagte ich, dass ich Detektivin sein will? Nein. Stimmt etwas nicht, Dottie? Ist das der Tee? Nein. Obwohl, doch, da ist etwas. Mein Anzug gefiel dir nicht. Und du hast mehr nach Genevieve gesehen, als auf mich zu achten. Oh, nein, Dottie, ich habe nicht sie angesehen, sondern vielmehr ihren Anzug. Nicht ihren Anzug, ihr Kleid. Es hatte so kleine Partikel, die so funkelten, wenn das Licht drauf fiel. Ach ja? Ja, und noch Dinge, die hin und her wehten, wenn das Kleid sich bewegte. Das heißt aber nicht, dass mir dein Anzug nicht gefallen hat. Welche Farbe hatte meine Bluse? Deine Bluse, die ich zum Anzug getragen habe, was hatte sie für eine Farbe? Es war eine Art... Ich warte im Wagen auf Miss Fisher. Dottie, ich... Francis forderte die Entlassung von Genevieve. Die Model des Hauses. Genevieve Lemaire ist französischer Herkunft und stand Modell für die besten Modehäuser in Paris. Sie war das Modell für die La Lune Boutique, bevor sie uns zugesagt hat. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass sie nun bei uns ist. Nannte Mrs. Wilde einen Grund, der ihre Entlassung rechtfertigte? Sie behauptete, Genevieve hätte es auf ihren untreuen Ehemann abgesehen, was absoluter Nonsens ist. Der Inspektor hat mir erzählt, dass der Streit zwischen ihnen dann ziemlich hitzig wurde. Als ich mich weigerte, Genevieve zu kündigen, erging sich Francis in weiteren Anschuldigungen. Sie wurde ausfallend. Ich wurde sehr wütend. Und ja, ich ohrfeigte sie. Was waren das für Anschuldigungen? Sie betonte ihre finanzielle Beteiligung am Salon und stellte Zeit und Mühe in Frage, die wir für unsere Kunden aufwenden. Und dann drohte sie, auch mich zu feuern. Aus meinem eigenen Salon.
Mr. Wilde? Sie unterstellte ihm und mir eine Affäre? Können Sie sich vorstellen, wieso, Miss Lemaire? Bestimmt, weil er sehr eindeutig auf ihr Geld aus war und sie ihm nicht über den Weg traute, aber... Mr. Wilde nahm kaum Notiz von mir. Und außerdem weiß jeder, ich habe einen Freund in Paris. Oh. Beschreiben Sie Ihr Verhältnis zu Mrs. Wilde. Sie war zunächst sehr großzügig, als ich neu in Melbourne war. Sicher auch, weil ich gute französische Kontakte hatte. Und in letzter Zeit? Sie wirkte sehr distanziert. Änderte ihre Meinung über meinen Einsatz bei der Galaparade am Oaks Day in der letzten Saison. Jetzt verstehe ich auch, wieso. Hat sie das verärgert? Selbstverständlich. Aber ich gab die Schuld ihrem Mann. Und aus welchem Grund? Wie ich später erfahren habe, sagte er zu Violet, dass er mich für ein Model doch ein wenig zu alt findet. Was mich überraschte, weil er offenkundig wohl keine Bedenken beim Alter seiner Frau hatte. Lady Archdales Ballkleid. Wenn Sie Madame Fleury die Wiedereröffnung untersagen, wird es der Welt vorenthalten bleiben. Und das wäre auch ein Verbrechen, oder? Aubrey Wildes Arzt ist der Auffassung, dass bloßes Herzrasen zum Anfall führte, weil er einen Schock hatte. Und wenn doch jemand anderes für seinen pulsierenden Herzschlag verantwortlich war, unwahrscheinlich, dass Francis alles nur erfunden hat. Was außer einer Affäre wäre Motiv genug, seine Frau zu töten? Zum Beispiel, wenn sie es herausfand und plante, ihn samt ihres Vermögens zu verlassen. Und was ist mit Madame Fleurys Neigung zur Gewalt? Sie ist nicht gewalttätig. Sie ist Französin. Halbfranzösin. Geneviève hatte Grund, beide Wildes nicht leiden zu können. Und Violet hat darüber gelogen, was sie im Nähzimmer gemacht hat. Was ist mit der Schwester? René hat definitiv etwas zu verbergen. Die Kamera klemmte nicht. Ich habe sie mir angeschaut. Die kaputte Platte, die sie angeblich entfernte, war vollkommen in Ordnung. Abgesehen von meinem Porträt von Dot. Streiten die Fleury-Schwestern häufiger? Ja, sie sind ständig anderer Meinung. Simone glaubt an die klassische Mode. Maßanfertigungen. René steht auf der Seite des Fortschritts. Moderne Reproduktionen. Prêt-à-porter. Fertig zu halten, oder? Na dran. Fertig zum Tragen. Ah, mein Französisch aus Kriegstagen ist etwas eingerostet. Nun, in der Welt der Haute Couture bedeutet es eigentlich den sicheren Tod. Aber ein Mord an Francis Wilde würde finanziell keinen Sinn ergeben für keine der Fleury-Schwestern, oder? Nein. Aber ihre sehr kostbare Perlenkette zu stehlen wohl schon. Hinreißend, nicht wahr? Man wird sie kaum sehen. Das sagte meine Mutter immer, wenn meine Schwester etwas sehr Auffallendes trug. Das ist doch etwas Gutes. So stößt man mit niemandem zusammen. Nun, ich würde nicht unbemerkt bleiben wollen, aber zu viel Aufmerksamkeit ist auch nicht das Richtige. Hängt das nicht davon ab, wessen Aufmerksamkeit man sucht? Das stimmt wohl, schätze ich. Dort. Eine Frau kleidet sich doch zuallererst zu ihrem eigenen Vergnügen. Für jemanden, der in gebrauchtem Flanell aufgewachsen ist, gibt es nichts Göttlicheres als das Gefühl von Seidenunterwäsche. Das Berühren von weichem Fuchs. Das Gleiten eines Satinrockes. Wenn diese Dinge zufällig auch Männern gefallen, dann ist das eher ein Nebeneffekt. Also, morgen gehen wir zum Haus der Fleury und kaufen dir ein bezauberndes, unglaublich frivoles Abendkleid. Oh, nein, Miss, ich kann unmöglich... Es ist kein Geschenk dort, es ist ein Befehl.
Wir brauchen einen Vorwand, um den Katalog zurückzubringen und für weitere Ermittlungen. Und ich habe beschlossen, du brauchst ein Kleid. Sie blieben also die ganze Zeit in der Lounge, während Ihre Frau abwesend war. Ja, wohin hätte ich denn gehen sollen? Nun, Ihr Champagnerglas wurde im Korridor gefunden, Mr. Wilde. Wieso sagen Sie mir nicht, worauf Sie hinaus wollen, Inspektor? Madame Fleury hat ausgesagt, Ihre Frau unterstellte Ihnen eine Affäre mit einer der Angestellten. Also, das ist nicht nur beleidigend, sondern überaus lächerlich. Halten Sie das für einen Grund, meine Frau zu töten? Wenn ich das gewollt hätte, Inspektor, hätte ich sie doch besser eine Treppe hinunterstoßen oder sie vergiften können. Wieso sollte ich meine Frau im saloneigenen Badezimmer umbringen? Käme Ihnen denn von dort jemand in den Sinn, der Grund hatte, Mrs. White etwas anzutun? Hatte sie vielleicht Streit mit jemandem? Nicht mehr, als sie es sonst auch hatte. Sie war eine sehr willensstarke Frau. Sie konnte dickköpfig sein. Sir, der gesperrte Scheck aus Mrs. Wilds Handtasche. Konnte die Bank weiterhelfen? Ja, sie sagt, er war auf einen Makler in Fitzroy ausgestellt, der nicht sehr glücklich war, als die Bank es ablehnte, ihn einzulösen. Wofür war er? Eine Anzahlung offenbar für ein Apartment Royal Esther Court, vor einer Woche an die Wilds verkauft. Wissen Sie, ich muss sagen, ich war überrascht, als die Bank anrief und sagte, der Scheck wäre gesperrt. Seine Frau war wohl der Grund. Sie schien bis dahin sehr begeistert zu sein. Haben Sie in der Sache etwas von Mr. Wilde gehört? Kein Mucks. Sagte er, wofür das Apartment sei? Ich nahm an, es war der erste gemeinsame Wohnsitz für die beiden. Allerdings bestanden sie auf das Erdgeschoss. Wunderschönes Gebäude, Fenster zur Bucht, hohe Decken. Mrs. Wilde, können Sie sie beschreiben? Wirklich überaus ansehnlich. Danke, Mr. Hargraves, aber es würde helfen, wenn Sie doch ein wenig präziser wären. Guten Morgen, Miss Lemaire. Miss Williams hätte gerne noch einen Termin. Aber natürlich. Ich bin sicher, wir finden etwas. Das ist ein bezauberndes Kleid, Miss Lemaire. Sie haben Glück, so wunderschöne Kleidung tragen zu können, selbst wenn sie Ihnen nicht gehört. Ja, als wäre man eine lebendige Schaufensterpuppe. Nein, ich meinte damit nur wirklich alles. Sieht schön aus an Ihnen. Alles sieht so perfekt aus. Das ist mein Job. Es ist alles nur Show. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, ich sehe nach, ob Madame Fleury jetzt Zeit für Sie hat. Sind Sie nicht zufrieden mit dem Anzug? Oh, nein, der Anzug ist perfekt. Wirklich. Nun, an was für eine Art Abendkleid haben Sie gedacht? Tja. Vielleicht etwas Knöchellanges? Eine Spur glamouröser. In Satin oder feinster Seide. Oh nein, ich gehe nicht zu solchen Veranstaltungen und ich will auch nichts zu Extravagantes, nur... Wir müssten keinen teuren Stoff verwenden. Wir könnten es auch aus Kunstseide nähen. Vielleicht mehr eine Tagesgarderobe. Nicht so auffallend, nur etwas... Mehr aller Mut vielleicht? Hier. Modern. Du meinst ein Kleid mit Mätzchen, die so gerade im Trend liegen. Eine Frau muss unbedingt ihren Stil kennen. Stil ist, was bleibt. Und ihr Stil, Miss Williams, ist ein Anzug. Ich bin es nur. Miss Fisher. Tut mir leid, ich muss eingeschlafen sein. Hat sie das auch gestern davon abgehalten, Frances Wilds Kleid zu bügeln? Sie haben Inspektor Robinson erzählt, das Eisen heizte auf, aber ich glaube, das stimmte nicht. Ich wollte nicht, dass Madame Fleury sich sorgt, ich schaffe die Arbeit nicht. Aber es waren in letzter Zeit sehr lange Tage und es war einfach sehr viel zu tun. Und dennoch behauptet René Fleury, dass das Geschäft zurückgehen würde. Aber nur ein Kleid bedeutet unglaublich viel Zeitaufwand. Allein schon diese Perlenstickerei auf diesem Ballkleid. Ja, wunderschöne Arbeit, sehr filigran.
Und ich nehme an, es gibt auch postalische Aufträge zu erfüllen. Oh ja, ich musste heute Nachmittag noch das Paket fertig machen für Mrs. Nortons Tageskleid. Kann ich für Sie sonst noch etwas tun, Madame? Nein, nein. Ich versuche nur ein paar Fragen zu klären. Nimm es nicht persönlich, Dot. Du weißt, wie Schwestern sind. Dann kommt noch die Welt der Mode hinzu. Eine teuflische Mixtur. Also, ich will, dass Seth und Bert Violet heute Nachmittag zum Postamt folgen. Sie verhielt sich extrem verdächtig wegen eines großen Pakets. Es gab niemanden mit den Initialen GM im Buch, aber dafür gab es eine Menge unbezahlter Rechnungen und eine Reihe sehr lukrativer Kunden, deren Namen durchgestrichen waren. Also scheint der Salon doch Verluste zu machen. Vielleicht hatten diese Kunden so ihre Gründe. Und ich möchte herausfinden, welche das sind. Wenn ich mir diese Liste ansehe, fürchte ich, wir werden es wohl am allerbesten herausfinden, wenn wir einen langen Nachmittag im Melba Cruz Schönheitssalon verbringen. Was für eine furchtbare Angelegenheit. Wenigstens muss Frances jetzt nicht mehr mit ihrem attraktiven jungen Ehemann mithalten. Das ist wohl ein schwacher Trost. Sahen Sie denn die Wilds oft, Mrs. Carleon? Oh, nicht in den letzten 6 Monaten. Es wurde mir einmal zu oft ein Termin verwehrt. Hatte wohl etwas mit meiner Haltung gegenüber der jungen Fleury zu tun. All ihre neuen, ausgefallenen Ideen wirkten eher wie ein Vorwand zum Sparen auf mich. Also trug ich mein Geld woanders hin. Wenn Sie mich fragen, dann war Rini auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Ich bin nicht sicher, was sie vorhatte, aber meine Tochter und ich hatten ein unbehagliches Gefühl. Wann waren Sie zuletzt in Madame Fleurys Salon, Mrs. Tibbett? Nun, wohl nicht seit meinem zitronenfarbenen Chiffonkleid. Im September war Madame Fleury im Ausland, somit konnten wir nicht zu ihr. Oh, es war ein schrecklicher Monat für uns. Der schwere Einbruch, ein Riss im Swimmingpool. Und dann hatten Deirdre und ich noch nicht einmal etwas Vernünftiges zum Anziehen am Ladies' Day. Eigentlich sollte Madame mir ein Kleid anfertigen, das zu einem Schmuckstück passt, das mein Mann mir zu unserer Silberhochzeit geschenkt hat. Doch dann verlor ich die Kette. Ich habe mich nicht getraut, es Rupert zu erzählen. Es waren so wunderschöne Saphire. Also stornierten Sie den Auftrag? Selbstverständlich, aber als ich nach einem Termin für ein alternatives Stück angefragt habe, konnten Sie mir keinen geben. Mir, Melba Cruz. Ich bin eine Ihrer ältesten Kundinnen, also habe ich seitdem nicht mehr angerufen. Ich ging davon aus, dass Sie mich wegen einer Anprobe für Miss Williams hergerufen haben. Wir dachten, es wäre diskreter, diese Unterhaltung hier zu führen. Antworten Sie bitte auf die Frage, Miss Fleury. Inspektor, ich bin sehr leidenschaftlich, was meine Entwürfe angeht. Aber ich würde nicht die Mätresse eines Mannes wie Aubrey spielen, um sie zu verwirklichen. Der Inspektor hat Beweise dafür, dass Aubrey versucht hat, ein Apartment mit einer Frau zu kaufen, die exakt ihrer Beschreibung entspricht. Das Haus Fleury basiert auf einer Partnerschaft. Aber Frances war nur meiner Schwester gegenüber loyal. Sie waren alte Freunde. Aubrey hingegen hat meine Ideen geschätzt. Und weiter? Er wollte das Apartment kaufen, damit ich meinen Prêt-à-porter-Salon eröffnen kann. Aubrey und ich wollten Geschäftspartner werden. Wussten Sie, dass Mrs. Wilds den Scheck von Aubrey sperren ließ? Hat einer von Ihnen Sie darauf angesprochen? Nein. In den 10 Minuten vor Mrs. Wilds Tod, sind Sie sicher, dass Sie beide die Lounge da nicht verlassen haben? Ich sagte Ihnen doch. Ich war mit meiner defekten Kamera beschäftigt. Aber Ihre Kamera war nicht defekt, René. Nachdem Aubrey mir sagte, der Kauf des Apartments sei geplatzt, war ich zu aufgeregt, um irgendwas zu tun. Und Mr. Wild? Dass er seine Frau getötet hat, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, er verließ die Lounge. Und ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine Zeit für das hier. Ich muss Vorbereitungen für die Beerdigung treffen. Was Sie jetzt zu tun haben, Mr. Wild, ist ein paar wichtige Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wieso Sie Ihre Frau geschäftlich hintergehen wollten. Oder wieso Sie vorhatten, eine hohe Summe Ihres Geldes auszugeben. Es war ein gemeinsames Scheckkonto. Ich hatte jedes Recht dazu. Aber Ihre Frau durchkreuzte Ihre Pläne. Ich wollte ja
mit ihr reden. Ich wollte es für uns beide tun, wissen Sie? Dennoch haben Sie keinen einzigen Zeugen dafür, wo Sie zum Todeszeitpunkt waren. Schon gut. Schon gut. Ja, ist schon gut. Ich war im Nähzimmer, als man meine Frau ermordet hat. Und ich habe eine Zeugin. Wen? Fleurys Chefschneiderin, Violet Hopkins. Es war nur eine kleine Affäre, nichts weiter. Was bedeutet, ich habe ein Alibi? Es bedeutet auch, Sie beide hätten ein Motiv für einen Mord. Glauben Sie wirklich, dass ich Frances töten würde für eine Frau wie Violet? Los mit dir, Mann! Hier, lassen Sie mich Ihnen helfen. Danke. Geht's Ihnen gut? Ich denke schon. Ihre Pakete! Ich habe sie gar nicht gesehen. Danke. Ja, scheint so. Tut mir sehr leid, Miss. Ist schon in Ordnung. Ihr solltet Violet zum Postamt folgen, um zu sehen, wo sie das Paket hinschickt. Nicht, um das Paket zu stehlen. Ist uns einfach in den Schoß gefallen. Nun, gefallen ist es ganz offensichtlich. Es ist vollkommen verschmiert. Ich kann gar nichts erkennen. Daran sind wir nicht schuld. Jedenfalls nicht uneingeschränkt. Oh, hallo. Guten Tag, Miss. Hab was über die Blumen für Sie rausbekommen. Wurden per Telegramm bestellt. Gut gemacht. Ja, das Mädchen beim Floristen hat uns gesagt, wer es war. Hier, ich hab's notiert. Gary und Molly Nex. Vielleicht Stammkunden von dem Saloon, Miss. Salonbird. Ich habe die meisten von Ihnen kennengelernt und Nex kommt mir nicht bekannt vor. Und das Paket, das wir verfolgen sollten? Oh. Euch ist es gelungen, es abzufangen? Ist ja noch besser. Sieh an. Das sieht eher nicht wie Mrs. Nortons Tageskleid aus. Was meint ihr? Aber es sieht fast genauso aus wie eines der Abendkleider aus diesem vertraulichen Katalog. Oh. Wenn das am Anfang ein G ist und das ein M, war es für die bestimmt, die Blumen geschickt haben? Ich trockne es und versuche mal, ob ich den Dreck entfernen kann. Bis es soweit ist, sollten wir wohl unter vier Augen mit Madame Fleury reden. Sehr wohl. Es gibt drei davon. Alle exakt gleich. Dies sind genaue Kopien unseres Designs. Mit ein paar nachteiligen Veränderungen, um modern zu wirken. Aber Entwürfe dieser Kleider wurden noch nicht umgesetzt. Wie konnte das passieren? Vielleicht ist es eine Mitarbeiterin gewesen. Niemals. Weil Sie allen vertrauen? Aber natürlich. Die Entwürfe sind unter Verschluss und ich habe die Muster zu Hause. Oh, das ist ein Desaster. Und nun ist es offiziell. Lady Archdale hat kürzlich die Bestellung für ihr Ballkleid storniert. Und ihrem Beispiel sind schon andere gefolgt. Und jetzt diese Sabotage. Und nichts davon erklärt, was mit der armen Frances passiert ist. Ich bin sicher, dem werden wir auf den Grund kommen. Ich informiere gleich morgen früh die Polizei. Ihr Wagen wartet, Madame. Madame Fleury, kennen Sie einen Mr. und Mrs. Nex? Sie haben Blumen an den Salon geschickt. Ich habe noch nie von Ihnen gehört, aber Sie scheinen zumindest zufrieden zu sein. Es bringt nichts, Madame Fleury aufzuregen, bevor wir nicht die ganze Geschichte kennen. Was haben die kopierten Kleider mit dem Mord an Mrs. White zu tun? Das weiß ich noch nicht, Dot. Aber Violet hatte wohl nebenher einen kleinen Zusatzverdienst, also denke ich, sind ein paar nächtliche Ermittlungen erforderlich. Deine Bluse war pink, Dottie. Und ich gebe sehr wohl auf dich Acht. Komm rein und setz dich. Ich habe Kakao gekocht. Miss Fisher ist schon schlafen gegangen? Sieht so aus.
Also, was ist dein Lieblingskleid? Welches gefällt dir am meisten an mir? Eigentlich alle, die du trägst, Dottie. Weil du sie trägst. Dann bitte nenn mir eins. Wenn ich eins wählen soll, das vom ersten Treffen. Das von damals. Von unserem ersten Treffen? Das ist mein Favorit. Ich mach mir all die Mühe und du magst meine Dienstmädchenuniform am liebsten? Ja. Nein. Nein. Du verwirrst mich. Miss Fisher hat mit einer Sache recht. Sich zu kleiden, um einem Mann zu gefallen, ist definitiv abwegig. Träume ich oder ist dies wirklich? Ich fürchte, sie ist es, Sir. Guten Abend. Wer es auch war extrem schnell und unglaublich effizient. Tödlich. Und mir beinahe ebenbürtig. Beinahe? Ich bin rausgekommen. Nun, jedenfalls sind Sie des Einbruchs schuldig und des Diebstahls eines Ballens hochwertigen Baumwollstoffes mit Blumen und Pfauen, der 100 Pfund wert ist. Ich bezahle den Stoff selbstverständlich. Zum Glück gefällt er mir auch. Ja. Arme Violet. Sie muss denjenigen gekannt haben. Aber das hat sie nicht kommen sehen. Ähnlich wie Francis Wilde. Unser Killer ist kein Amateur. Sie glauben, es ist derselbe Killer? Ja, weil derjenige genau wusste, wo Francis Wildes fehlende Perlen zu holen waren. Im Nähzimmer versteckt, in einer mit Potpourri gefüllten Glasschale. Nur, dass eine vergessen wurde. Die Kopfwunde vom Bügeleisen war nicht tödlich. Im Bericht des Leichenbeschauers steht, dass das Opfer erstickt wurde. In einer Schale mit Perlen. Nochmal zurück zu diesen Kleidern, die auf mysteriöse Weise bei Ihnen aufgetaucht sind. Glauben Sie, dass Violet die produziert hat? Man sagt nicht produzieren, Jack. Violet hat Kleider angefertigt. Aber ja. Und es scheint, als wurde sie großzügig für die Arbeit bezahlt. In Anbetracht der Summen, die sie hier notiert hat. Madame Fleury wird am Boden zerstört sein. Es sei denn, Madame Fleury kam ihr auf die Schliche. Ich könnte mir vorstellen, dass Violet einen Komplizen hatte. Wen? Die Kleider waren keine exakten Kopien. Sie zeigten gewisse Abänderungen des Stils, welche auf einen eher modernen Ansatz hinweisen.
Was geht hier vor? Wieso müssen Sie René denn schon wieder Fragen stellen? Seien Sie unbesorgt, Madame. Die Polizei muss nur noch ein paar Details klären. Simone findet es eh heraus. Von mir aus soll sie es gleich erfahren. Was erfahren? Ich habe Aubrey um Hilfe gebeten, um meinen eigenen Salon zu eröffnen. Du wolltest also mir und dem Hause Fleury wirklich eine Konkurrenz sein? Deiner eigenen Schwester? Oh, hatte ich denn eine Wahl? Du hast nie einen meiner Entwürfe zugelassen. Es gibt in unserem neuen Katalog nur einen einzigen. Das hat auch seinen guten Grund? Ja, und dieser Grund bist du. Ich will wunderschöne Kleider für Frauen fertigen, die sich Haute Couture nicht leisten können. Aubrey konnte das verstehen. Aber Frances gab stets dir den Vorzug. Madame, bitte. Violet ist tot. Wie können Sie nur so streiten? Ich werde alles tun, damit man Violets Tod aufklären kann. Ich hole meine Sachen. Wenn du mir bitte meinen Hut bringen würdest, Genevieve. Jack, dort auf dem Boden, unter der Kamera. Rosenknospen. Nicht anpassen, Miss Fisher. Sie belichten sonst die Platte. Frances Perlen. Ist mein Geschäft das Einzige, um das ich mir Sorgen machen muss? Oder hast du Blut an deinen Händen? Wenn du mir das zutraust, betrachte ich dich nicht mehr als meine Schwester. Woher haben Sie die? Das Paket wurde abgefangen und landete schließlich bei der Polizei. Es standen die Initialen GM als Absender darauf, wie auf dem mysteriösen Blumenglückwunsch, den man an ihren Salon geschickt hat. Initialen, die, wie uns die Floristin sagte, für Gary und Molly Nex stehen. Die wohl mit der Rue de la Paix in Verbindung gebracht werden können. Man kann es gerade noch ein wenig unter dem Dreck erkennen. Ich bin sicher, Sie wissen, wo das ist. Ja, es ist eine der Modestraßen in Paris. Und Heimat der neuen großen Kaufhäuser, einschließlich Galerie Molineau. Diese Kleider sind unsere zweite Beispielkollektion. Offensichtlich gefiel Galerie Molineau die erste sehr gut und sie wollten eine große Bestellung aufgeben. Simone hat kein Interesse an Prêt-à-porter. Es ermöglichte die Finanzierung eines neuen Salons. Drohte Violet Hopkins, es ihrer Schwester zu sagen? Nein. Sie denken doch nicht, ich hätte Violet etwas angetan. Ich habe sie gewaschen und gebügelt, so gut ich konnte, Miss. So kann sie die Polizei zurück in Verwahrung nehmen. Danke, Dot. Wenn Frances Wilde nichts von den Kleidern wusste, die Violet heimlich anfertigte, es später aber herausfand. Sind die Kleider es wert, jemanden umzubringen? Das kommt drauf an, Dot. Wie wertvoll sie wirklich sind. Sie funkeln so schön. Da hast du recht, Dot. Man könnte fast meinen, es wären echte Saphire. Melba Cruz sagte doch, sie hätte ihre Saphirkette verloren. Und Mrs. Tippett hatte einen schrecklichen Monat wegen eines Einbruchs. Was wurde wohl gestohlen? Für gewöhnlich stehlen die Leute Schmuck. Ich finde, wir sollten uns die verärgerten Kunden des Salon Fleury ein wenig genauer ansehen. Mrs. Fisher hatte recht. Bei Mrs. Carline wurde ebenfalls eingebrochen. Alle 6 Kundinnen des Salons wurden in den letzten 6 Monaten ausgeraubt. Wer auch unser Juwelendieb ist, der scheint eine professionelle Vergangenheit zu haben. Ja, Sir. Denn in den 6 Monaten vor der Einbruchsserie in Melbourne gab es eine Reihe ähnlicher Verbrechen im Norden von Sydney. Es waren keine gewöhnlichen Einbrüche und die Stücke waren allesamt auffällig und wertvoll. Keines davon fand man bei einem Pfandleiher oder auf dem Schwarzmarkt. Interessante Opfer, würde ich sagen. Gordon Walsh? Die Standishes? Eine gewisse Lady Granger. Annabel Granger ist übrigens eine der elegantesten Frauen in Sydney. Die Person, die wir suchen, hat es auf Menschen mit Geschmack abgesehen. Und es geschafft, einem halben Dutzend Polizeiermittlungen zu entgehen. Oh, Zeit, dass jemand dem was entgegensetzt. Meinen Sie sich oder mich? Ich weiß, wie strebsam Sie sind, Jack, aber mein Köder ist besser. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal meine kolumbianischen Smaragde gezeigt? Das neue Futter ist fabelhaft, um das Grün der Kette aufzugreifen. Was meinen Sie, Aubrey?
Ich weiß, Frances wusste ihr Urteil zu schätzen. Ja, sieht gut aus. Es tut mir leid. Ich bin noch nicht wieder ich selbst. Es gibt noch einiges wegen Frances Tod zu regeln. Da bin ich mir sicher. Aber ich hoffe sehr, Sie bleiben Investor. Ich weiß, beide Flori-Schwestern wären mehr als dankbar dafür. Und das ist auch das, was Frances gewollt hätte. Ja, Sie haben recht. Und die Kette sieht göttlich aus. Danke. Am kommenden Wochenende fahren wir alle nach Daleford ans Wasser. Eine Überraschung für Dot und Mr. Butler. Dort brauche ich keine Smaragde, also ist das mit dem Mantel nicht so eilig. Wie Sie wollen. Wohin haben Sie Dot und Mr. Butler tatsächlich geschickt? Nach Daleford natürlich. Ich lüge immer so wenig wie möglich. Es ist nach Mitternacht. Wie lange gedenken Sie noch hier zu warten? Wieso? Haben Sie denn so gar keinen Spaß? Kosten Sie von Dots Cottage Pie? Haben Sie vielleicht eine Gabel? Sie müssen wohl die Finger nehmen. Vielleicht ist es ja Collins. Das bezweifle ich. Es wird geprüft, ob jemand daheim ist. Also, was haben Sie sonst noch da drin? Wir sollten es uns einteilen. Es geht los. Ich werde mal nachsehen. Ich nehme die Hintertreppe. Sie haben Ihre Raubzüge kaltblütig geplant, haben Stellen in den besten Salons angenommen, damit Sie ohne Verdacht einen Blick auf den Schmuck der Kunden werfen konnten. Sie brauchten nur einen Weg, diese außergewöhnlichen Juwelen aus dem Land zu schmuggeln. Wie konnten Sie Violet überreden, Ihnen zu helfen? Haben Sie ihr gedroht, Madame Flori zu verraten, dass sie für René arbeitet? Aber am Ende konnten Sie ihr nicht trauen, dass sie darüber schwieg, was mit Frances geschehen war. Welche Gier lässt sie zwei unschuldige Frauen ermorden? Warum Frances Wilde? Warum haben Sie sie getötet? Mit Sicherheit nicht, um ihre Perlenkette zu stehlen. Sie sagte, sie wüsste alles. Ich wusste es. Dieses Spiel ist vorbei. Aber sie hat sie nicht des Diebstahls beschuldigt, nicht wahr? Sie dachte, sie hätten eine Affäre mit ihrem Ehemann. Ich und eine Affäre mit dieser Witzfigur. Miss Lemaire, Sie sind verhaftet. Genevieve, mit richtigem Namen Smith, war professionelle Diebin. Dafür war ihr die La Lune-Boutique in Sydney ebenso wie der Salon Fleury von Nutzen. Sie ließ das Diebesgut an einem Hafen in Paris abfangen von einem bezahlten Lakaien, ihrem sogenannten Freund. Nicht mal französischer Herkunft? Tja, dann ist das wohl das Ende. Wir werden den Salon schließen müssen. Das können Sie nicht tun, Madame Fleury. Sie haben viele Kundinnen, die nur Ihnen vertrauen. Und Sie haben auch noch Ihre Schwester, die niederträchtig hinter meinem Rücken Pläne schmiedete. Weil du nie nachgegeben hast. Kein Millimeter. Die meisten unserer Kunden würden eher von einer Klippe springen, als ein Kleid von der Stange zu kaufen.
Es wäre das Ende von Haute Couture und gutem Stil. Madame Fleury, ich hoffe, Sie halten mich für eine Frau mit Stil. Aber natürlich, Miss Fisher. Dann habe ich etwas zu beichten. Ich trage liebend gern gut geschnittene Hosen. Und damit nicht genug. Ich habe auch schon Kleidung in einem Kaufhaus gekauft. Und trotzdem werde ich immer den Zauber und die besondere Aufmerksamkeit im Salon Fleury lieben. Würden Sie Ihrer Schwester nur ein wenig entgegenkommen, hätte sie keinen Grund, einen anderen Salon zu eröffnen. Weitermachen, wie soll das nur gehen? Auch wenn Aubrey uns noch unterstützt, meine wichtigste Näherin fehlt. Ich habe ein Dutzend unfertiger Kleider, habe meine wichtigsten Kundinnen verloren und das Modell des Hauses sitzt hinter schwedischen Gardinen. Nun, ich bin sicher, dieses Problem können wir lösen. Präsentiert unser erstes Stück aus der neuen Prêt-à-porter-Linie. Ein erschwingliches Abendkleid für die moderne junge Frau, Miss Dorothy Williams. Was denken Sie, Collins? Sie sieht bildhübsch aus, Sir. Aber das muss bitte unter uns bleiben, Sir. Ist wohl klüger, seine Meinung gelegentlich für sich zu behalten. Ich finde es herrlich modern. Oh ja, das Haus de Fleury möchte in Zukunft très modern sein. Und als nächstes ein klassisch elegantes, für Sie angefertigtes Couturekleid, Miss Phryne Fisher. Der Polizeifotograf ist mit ihrer Kette fertig. Stand sie ihm nicht? Ich werde die Modewelt nie wieder als frivol bezeichnen. Alles wirkt harmlos, doch man weiß nie, was sich darunter verbirgt. Für gewöhnlich Lingerie. Nicht weniger gefährlich. Schon ein Kleid kann mörderisch sein. Schlummertrunk? Vielleicht ein andermal. Zu einer weniger gefährlichen Stunde. In einem weniger mörderischen Kleid. Why, you gotta be optimistic, then you're sure to be characteristic, modernistic, that's all. Skag-a-lag-a-lag, gag-a-lag-gag, skog-a-log-a-log-fog-a-log-fog, skig-a-lig-a-lig-gig-a-lig-gig, the boy's woman and the only rhythm, skog-a-log-a-log-gog-a-log-gog, skog-a-log-a-log-fog-a-log-fog, then you're sure to be characteristic.